Wie war die Party? Knaller. Er trägt einen Frauenpullover. Mhm. Und ist betrunken. Wir sind Supereltern. Ja, wir sind Supereltern. Mein Name ist Simon. Ich bin genau wie du. Ich habe eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische Highschool. Du darfst auf dem Flur nicht hexen, Alter. Komm schon, meine Schüler dürfen hier nicht rumtindern. Richtig. Das ist meine Aufgabe. Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis. Hey. Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist? Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin. Lieber Simon, schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt. Seit wann weißt du's? Lieber Blue, es waren viele kleine Dinge, wie meine erste Freundin. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Komm gleich wieder. War nicht mein stolzester Moment. Simon, hast du es jemandem erzählt? Nein, Blue, ich hab's niemandem erzählt. Der Welt zu verkünden, wer man ist, ist ziemlich beängstigend. Abby ist das schärfste Mädchen. Sie ist nicht so mein Typ. Jetzt nicht, weil sie schwarz ist. Ich liebe schwarze Frauen. Ich liebe einfach alle Frauen. Lieber Blue, ich find's einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero. Ich stehe auf Mädchen. Willst du mich umbringen? Ich stehe auf Männer. Oh Gott, Hilfe, Jesus! Sai, schalt sofort deinen Computer an. Jemand hat deine E-Mails auf dem Schulblock gelegt. Tut mir leid, Simon. Ich kann das nicht mehr. Ich sollte derjenige sein, der entscheidet, wann und wie und wer es erfährt und wie ich es sage. Das hättest du mir überlassen sollen. Ich bin ein Mensch, dem es bestimmt ist, jemanden so sehr zu mögen, dass es mich fast umbringt. Ich auch. Ich konnte spüren, wie du die Luft anhältst. Du bist immer noch du, Simon. Warst du schon mal verliebt? Keine Ahnung. Denke schon. Lieber Blue. Ich weiß vielleicht nicht, wie du heißt oder wie du aussiehst, aber ich will dich finden. Ich hab satt, in einer Welt zu leben, in der ich nicht der sein kann, der ich bin. Hast du mich gedatet, weil ich wie ein Junge aussehe? Nein, eigentlich habe ich Schluss gemacht, weil du nicht wie ein Junge aussiehst. Oh, okay. Danke. Na klar.